Hallo an alle Freunde der mittelalterlichen Kampfkunst. Hier spricht die Pfanne und in diesem Video begrüße ich euch zu einer Vorstellung der Klassen und der Balance im Spiel Chivalry. Jederzeit im Spiel habt ihr die Möglichkeit zwischen einer von vier Klassen zu wählen. Das wäre einmal der Schütze, dann hätten wir den Man-at-Arms als leichte Angriffsklasse, den Vanguard als mittlere Angriffsklasse und den Ritter als schwere Nahkampfklasse. Der Schütze verfügt über eine von drei möglichen Fernkampfwaffen: den Bogen, die Armbrust und den Wurfspeer. Zusätzlich trägt er noch eine Nahkampfwaffe und je nach Fernkampfbewaffnung spezielle Zusatzausrüstung. Der Bogen ist eine Allround-Fernkampfwaffe mit durchschnittlichen Schaden, durchschnittlicher Nutzungsgeschwindigkeit und recht einfachem Handling. Im Stillstand ist die Treffergenauigkeit relativ hoch, wobei sie sich durch Bewegungen auch enorm verschlechtern kann. Mit dem Bogen habt ihr auch die Möglichkeit, verschiedene Pfeilvarianten zu wählen, die unterschiedlich effektiv gegen bestimmte Ziele sind. Enormer Schwert für die effektive Nutzung des Bogens durch den relativ schnellen Abfall der Geschosse und der relativ langsamen Geschossgeschwindigkeit. Körpertreffer verursachen bei gepanzerten Zielen meistens nur wenig Schaden, wobei Kopfschüsse sehr effektiv sind. Auch ist wichtig zu beachten, dass Pfeile nur eine bestimmte Zeit lang gespannt werden können, bevor sie wieder automatisch losgelassen werden. Die Armbrust opfert Feuergeschwindigkeit und Beweglichkeit für eine hohe Durchschlagskraft. So muss nach jedem Schuss umständlich nachgeladen werden. Während dieser Nachladephase ist man nicht beweglich und außerdem ist das eigene Sichtfeld enorm eingeschränkt. Anders als beim Bogen kann die Armbrust konstant gespannt bleiben und somit jederzeit abfeuerbereit sein. Auch ist die Flugbahn gerader und die Geschossgeschwindigkeit höher, dadurch ist die Armbrust auf Entfernung präziser. Als zusätzliche Bewaffnung kann der Armbrustschütze eine Pavese wählen, die ihn am Rücken getragen nahezu immun gegen Geschosse macht und jederzeit vor ihm platziert werden kann als Schutzschild. Der Wurfspeer hat eine mittelmäßige Durchschlagskraft, eine lange Nachladezeit und ist vielseitig einsetzbar. Aufgrund seiner Ungenauigkeit lohnt es sich nicht, ihn auf weite Entfernungen zu nutzen. Die sehr niedrige Munitionsanzahl lässt sich dadurch wieder kompensieren, dass man den Speer auch als Nahkampfwaffe verwenden kann. Ein Schild lässt sich gleichzeitig mit dem Wurfspeer verwenden, um auch gegen Fern- und Nahkampfangriffe geschützt zu sein. Abschließend lässt sich zum Schützen sagen, dass alle drei Fernkampfwaffen unter einer viel zu niedrigen Geschossgeschwindigkeit leiden und dadurch nur mit viel Übung effektiv eingesetzt werden können. Meine Bewertung lautet daher: der Bogen auf Platz 1, die Armbrust auf Platz 2 und der Wurfspeer auf den dritten Platz. Der Man-at-Arms hat als Einhandspezialist die Wahl zwischen Schwertern, Äxten und Streitkolben. Zusätzlich führt er noch einen Dolch oder ein Kurzschwert und eine Vielzahl von Spezialwaffen. Die Hauptaufgabe des Man-at-Arms besteht aus Hit-and-Run-Taktiken. Das heißt, er stürzt sich schnell ins Gefecht, schlägt zu und zieht sich danach wieder zurück. Hierfür hat er eine Spezialfähigkeit, die es ihm erlaubt, Ausweichsprünge zu vollführen. Diese Fähigkeiten benötigt er auch. Weil er nur schwach gepanzert ist, verträgt er im Normalfall nur zwischen 1 bis 3 Treffer. Der Einhandstreitkolben verfügt über überdurchschnittlichen Schaden, durchschnittliche Geschwindigkeit und eine durchschnittliche Reichweite. Seine wahre Stärke spielt er aber erst im Kampf gegen gepanzerte Ziele aus. Gegen diese richtet er immensen Schaden an. Sinnvolle Angriffsmöglichkeiten mit dem Streitkolben sind der Seitwärtsschwung und der Überkopfschwung. Aufgrund seiner Reichweite und seiner Geschwindigkeit lohnt es sich, den Kolben in Verbindung mit einem Schild zu verwenden, um im Nahkampf höhere Überlebenschancen zu haben. Mit der Axt in einer Hand verfügt ihr über eine Waffe mit überdurchschnittlichem Schaden,
sehr kurzer Reichweite und relativ hoher Angriffsgeschwindigkeit. Aufgrund der kurzen Reichweite ist es immer empfehlenswert, ein Schild mit der Axt zu führen. Alternativ können auch Feuerbomben verwendet werden, um Gegner zum Angreifen zu zwingen. Das Schwert verfügt über die höchste Angriffsreichweite und die schnellste Angriffsgeschwindigkeit, verursacht aber nur relativ wenig Schaden, vor allem gegen gepanzerte Ziele. Durch seine hohe Angriffs- und Blockgeschwindigkeit kann es auch sehr gut ohne Schild eingesetzt werden. Eine gute Ergänzung hierfür sind Wurfmesser, die auf kurzer Reichweite effektiv eingesetzt werden können. Neben dem Seitwärtsschwung und dem Überkopfschwung kann das Schwert auch effektiv mit dem Stich eingesetzt werden, um seinen Reichweitenvorteil ausspielen zu können. Sinnvoll sind Frontalangriffe allerdings nur gegen leicht gepanzerte Ziele wie Bogenschützen oder andere Man-at-Arms. Um die Klasse effektiv nutzen zu können, ist Übung in Ausweichen und Blocken notwendig. Daher ist der Man-at-Arms nicht die erste Wahl für blutige Anfänger. Die Wahl der Hauptwaffen fällt für mich wie folgt aus. Platz 1, der Streitkolben. Platz 2, das Schwert. Platz 3, die Axt. Als Frontsoldat verfügt der Vanguard über eine große Auswahl an Zweihandwaffen. Diese setzen sich zusammen aus Zweihandschwertern, Zweihandsperre und Zweihandstangenwaffen. Als Zweitbewaffnung kann er zwischen einem Einhandschwert oder einer Einhandaxt wählen und zusätzlich noch Wurfwaffen tragen oder Rauchtöpfe. Die Spezialfähigkeit des Vanguards besteht aus einem Sturmangriff. Dieser kann ausgelöst werden, indem man mit der Waffe eine Zeit sprintet. Anhand einer Animation an der Waffe erkennt man dann, dass der Sturmangriff einsatzbereit ist. Das Zweihandschwert ist der Allrounder unter den Zweihandwaffen. Es verfügt über einen relativ hohen Schaden, eine durchschnittliche Geschwindigkeit und eine durchschnittliche Reichweite. Außerdem ist es in allen drei Angriffsmodi effektiv einzusetzen. Sturmangriffe sind mit dem Zweihänder nur selten effektiv und auch nur gegen unaufmerksame Gegner, weil es recht einfach ist, sie zu blocken, und außerdem seid ihr kurze Zeit nach dem Angriff relativ offen für Gegenangriffe. Wie bei allen Zweihandwaffen sollte der Seitwärtsschwung vor allem nur in weiten Gefechten eingesetzt werden, weil in engen Gefechten die Gefahr besteht, hängen zu bleiben oder aber eigene Mitspieler zu verletzen. Mit der höchsten Reichweite und einer relativ hohen Angriffsgeschwindigkeit ist das Speer ideal für jeden, der den direkten Körperkontakt vermeiden will. Sturmangriffe sind mit dem Speer fast immer tödlich und nicht einfach abzuwehren. Aufgrund seiner Eigenschaften sollte die Waffe hauptsächlich mit dem Stichangriff verwendet werden, um seinen Reichweitenvorteil ausspielen zu können. Direkte Nahkämpfe enden für den Speerträger meistens tödlich. Daher ist es wichtig, hier zu beachten, rechtzeitig seine Sekundärbewaffnung rauszuholen. Aufgrund des hohen Schadens hält kaum ein Gegner mehr als zwei Treffer mit der Stangenwaffe aus. Dieser Waffentyp leidet aber unter seiner niedrigen Angriffsgeschwindigkeit und der Tatsache, dass Stichangriffe so gut wie nie Sinn ergeben. Aufgrund seines hohen Schadens im Seitwärtsschwung kann die Stangenwaffe sehr effektiv gegen mehrere Gegner eingesetzt werden. In engen Gängen hat sie aber einen enormen Nachteil, da sie dazu neigt, an Wänden oder an der Decke hängen zu bleiben. Auch sind Sturmangriffe nur selten sinnvoll, weil hier eine Stichanimation ausgeführt wird. Durch seine Eigenschaften eignet sich der Vanguard auch für Anfänger, die direkt im Gefecht mitmischen wollen. Meine persönliche Bewertung lautet: Platz 1, die Stangenwaffe, Platz 2, der Speer und Platz 3, der Zweihänder.
Der Ritter ist das Bollwerk an vorderster Front und verfügt über die höchste Panzerung aller Klassen. Seine Bewaffnung besteht aus Äxten, Hämmern und Schwertern. Zusätzlich kann er noch Streitkolben und Kurzschwerter als Zweitbewaffnung wählen. Außerdem verfügt er über die besten Schilde im Spiel. Wie schon bei den anderen Charakteren stellt das Schwert einen guten Kompromiss aus Schaden, Geschwindigkeit und Reichweite dar. Als einziger Charakter hat der Ritter die Möglichkeit, Schwerter zweihändig oder einhändig in Kombination mit einem Schild zu verwenden. Wird das Schwert einhändig eingesetzt, verzichtet der Ritter auf Durchschlagskraft und Reichweite, verfügt aber über zusätzlichen Schutz. Somit kann die Bewaffnung der aktuellen Schlachtsituation angepasst werden. Den Hammer gibt es zu Beginn in einer Einhandversion und später kann auch eine Zweihandversion freigeschalten werden. Der Schaden dieser Waffe, vor allem gegen gepanzerte Ziele, ist enorm. Die Reichweite jedoch ist sehr gering und die Geschwindigkeit nur durchschnittlich. Dank seiner hohen Panzerung kann der Ritter jedoch in den Nahkampf gehen und somit enorme Verwüstungen verursachen. Die Axt verfügt über einen relativ hohen Schaden, eine niedrige Angriffsgeschwindigkeit und eine sehr niedrige Reichweite. Wesentlich stärkere Versionen können erst später im Spiel freigeschaltet werden. Aufgrund dieser Eigenschaften wird die Axt nur relativ selten von Rittern verwendet. Die Klasse des Ritters ist sehr einsteigerfreundlich und eignet sich daher für jeden Anfänger. So, nun zu meiner persönlichen Bewertung der Bewaffnung. Auf Platz 1 setze ich den Hammer, auf Platz 2 das Schwert und auf den dritten Platz die Axt. So, das war's mit einem kurzen Einblick in die Balance und die Klassen der aktuellen Version. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt bitte eine Bewertung oder einen Kommentar unter dem Video ab und die Pfanne verabschiedet sich von euch bis zum nächsten Mal.